Moin Moin, liebe Leute, herzlich willkommen, seid gegrüßt. Neue Runde ist vorher schon sagen, ne? High Rise City heißt es hier natürlich. High Rise City, nicht City Skylines, aber auch Städtebau auf eine leicht andere Art und Weise, ne? Hier haben wir unseren Supermarkt gebaut. Der jetzt, ja, demnächst dann mal irgendwann mit irgendwas beliefert wird. Sobald wir ein bisschen Ressourcen am Start haben, wir wollen ja, also guck mal, Dämmmaterial, 50, ich glaube aktuell haben wir, so wie es aussieht, eine 60er Lagerkapazität, das habe ich jetzt noch nicht gefunden, den Button, wo steht, wie viel wir lagern können. Soll gleich ein Handelsschiff kommen, das uns ein bisschen vom Dämmmaterial abnimmt und unsere Holzindustrie ist halt ein bisschen, naja, der ist gerade noch so in Reichweite, der Supermarkt. Lokale Spedition Wurst. Auch schön, ne? Das Gebäude kann mit Freischalten unter Sterne Meilenstein aufgewertet werden. Dann wird es halt mehrere Fahrzeuge kriegen. Aktuell sind halt nicht mehr Fahrzeuge am Start. Aber gucken wir, was mit dem Müll eigentlich. Da haben wir beim letzten Mal Müll gebaut. Da fehlen uns noch ein paar Arbeiter. Zwei Arbeiter fehlen noch für die Müllabfuhr. Und die Reichweite-Einstellung ist so, dass eigentlich alles mit reinkommt, was wir bisher hier auf unserer Kachel haben. Ja, das ist die zweite Folge vom zweiten City Skylines Projekt hier. Wie gesagt, Wasser sieht immer noch gut aus. Wir können auch unter Wasser gehen. Dann kommen wir da raus. Wir warten jetzt auf unser Handelsschiff. Haben wir schon verpasst? Oder kommt das schon irgendwo? Ich habe doch noch nichts verkauft, oder? Hier ging das einmal runter. Aber wir haben noch mehr verkauft dann. Oder wir wollten mehr verkaufen. Aktueller Lagerbestand ist 45. Das definiere die Mindestmenge der Ressource, die du behältst und nicht verkaufen willst. Oder bis zu welchen Lagermenge eingekauft werden soll. Wir können sagen, so 20 wollen wir behalten. Definiere die Mindestmenge der Ressourcen, die du behältst und nicht verkaufen willst. Alles, was 20 übersteigt, wird verkauft. Strom und so können wir leider nicht handeln. Das gibt es in dem Spiel leider nicht. Wir könnten aber auch zum Beispiel alles, was an... Wir können natürlich noch mehr verkaufen. Wir können auch sagen, okay, wir verkaufen auch Fisch. Alles, was über 30 ist zum Beispiel, geht in den Verkauf. Das können wir auch erstmal so einstellen auf dauerhaft, ne? Fisch bringt schon 150 pro Tonne. Weil wichtig ist halt, also, dass wir frühzeitig dafür sorgen, dass wir gutes Geld bekommen. Ja, ich muss mal kurz gucken. Ein Kind ist verletzt, glaube ich. Oder hat sich zumindest wehgetan. Gleich geht's weiter. So, alles noch halb so schlimm. Zum Glück. Sohn hat versucht, auf der Auffahrt Skateboard zu fahren und ist hingefallen. So, genau. Spiegelspeicher, das ist doch schön. Also war das Schiff schon da? Habe ich jetzt das Schiff verpasst in der Zwischenzeit? Also finanziell, weiß ich nicht. Haben wir mal Geld gekriegt? Sehe ich hier noch nicht. Finanzen, das ist noch nicht so ein richtiger Boost nach oben zu sehen, ne? Für 6 Monate, ein Jahr, 5 Gesamt kann man gucken. So, wir wollen nochmal. Also eigentlich möchte ich noch mehr Fisch haben. Aber wir haben, so wie es aussieht, teilweise auch wohl ein bisschen zu wenig Personal am Start. Schauen wir uns gleich alles an. Kann man eigentlich Straßen upgraden oder muss ich Straßen. Ah, nee, ich kann Straßen noch verbessern. Okay. Kommen hier, richtige Fischerindustrie brauchen wir, ne? Fischer Industries, damit wir richtig viel Fisch kriegen und Fisch eben auch gut verkaufen können. Fisch bringt viel Geld, wie ich gerade gesehen habe. So, aber wir brauchen Personal, ne? Also hier lungert Fisch rum, der noch nicht abgeholt worden ist. Hat denn unser Supermarkt schon was? Da
Da fehlt auch Personal. Ja, lass uns mal ein bisschen Wohngebiet ausweisen. Das Problem war da ja auch eher, also Dämmmaterial war nicht das Problem. Das ist cool, ne? Wie schnell das hier funktioniert. Agrarlady, moin. Und vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Guck mal hier, ne? Ist auch richtig was los. Näher ranzoomen kann man aber nicht. Ich weiß gar nicht, ob es hier Mods gibt. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Wie sehen wir die Straßenauslastung, wie sehr die Straße halt, ne, genutzt wird. Wie hoch die Unterhaltskosten sind, wie lang die Straße ist, die Straßenbreite, die Spuren und so weiter und so fort. Neue Gebäude verfügbar. Ah. Siedlung. Wir haben jetzt Bürokomplex Zone 1. Wir haben Obstplantage freigeschaltet. Eine Lehmgrube, eine Ziegelei und das große Windkraftrad. Bei Siedlung. Und danach kommt Dorf und so weiter und so fort. Dorf wäre dann schon eine Bushaltestelle, ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk, kleines Solarkraftwerk, eine Kirche, Polizei, Feuerwehr, vierspurige und noch mehr tolle Sachen. Ich freue mich. Das wird wunderbar, die weiß es so schön. So, wir müssen aber trotzdem natürlich immer ein bisschen unsere Ressourcen im Blick behalten. Jetzt ist hier was Neues dazu gekommen, und zwar sind das Ziegel. Das ist hier Baumaterial. Ziegel. Ziegel brauchen wir eine Lehmgrube. Kriegen wir Lehm raus. In Lehmgruben kann Ziegelsteine benötigt, Lehm und so weiter. Und dann kann man das in der Ziegelei wieder brennen. Also man hat hier schon eine ziemlich umfangreiche Industrie. Das ist ja, glaube ich, immer noch die Verfügbarkeit, oder wie sehe ich das? Nicht genug Arbeiter hier für Fisch. Und ich sehen muss, dass man auch Werkzeug selber herstellt oder das Werkzeug teuer einkauft. Das müssen wir dann gucken. Ich wollte jetzt aber eigentlich uns erst noch mal um hier Gemüse gönnen, ne? Dafür brauchen wir aber insgesamt 43 Holz. Vorher wird das noch nichts. Zumindest nicht in dieses, in diese Fläche hier. Kein Holz am Start. Wir brauchen noch einen Holzfäller mehr. Hier liegt aber schon genug Holz. Jetzt schon eine zweite Spedition. Bin ich recht früh, ehrlich gesagt. Im kleinen Rathaus hat die Stadt Marschbühl eine eigene Verwaltung. Es können detaillierte Statistiken im Bilanzfenster abgerufen werden. Ja, das können wir jetzt nämlich gucken. Hier sehen wir erstmal Arbeitslose, okay, und die Zufriedenheit. Hier sind ja unsere Hütten, ne? Die haben jetzt ja praktisch die erste Upgrade-Stufe so gut wie noch nicht erreicht, weil Konsumgüter fehlen uns. Es fehlt uns hier Gemüse und Obst. Erst dann sind die happy. Deswegen aktuell sind sie noch sehr unhappy. Und ihr müsst halt mal ein bisschen mehr Holz produzieren, Leute. Also, wir gucken nochmal. Wird nochmal wahrscheinlich noch. Ist gespeichert. Wir müssen mal gucken. Ja, fährt. Beladen Holz. Straßen aus da auffüllen, ne? Gerade. Wahrscheinlich werden wir noch eine zweite Spedition mal bauen müssen.
setzen wir die hier oben hin erstmal, damit die Holzindustrie besser versorgt wird. Und dann holen wir uns nochmal einen Holzfällerbetrieb. Die produzieren 5. Produktion 15. Ich glaube, die können tatsächlich, wie gesagt, nebeneinander sitzen. Hauptsache, die haben Holz im Einflussbereich. Man kann auch sagen, hier, neue LKW sind unterwegs. Ne? Hier die neue Spedition, die hier für die Versorgung auch gut zuständig ist. Damit wir mal in der Brettergeschichte mal Gas geben hier, ne? Weil ohne Bretter ist halt wichtig. Was mich viel mehr interessiert. Haben wir jetzt hier schon mal Umsatz gemacht? Irgendwann müssen wir auch mal einen kleinen Boost nach oben sehen hier im Finanzgraf, wenn wir so eine Kleinigkeit verkaufen. Aber ich sehe hier gar keine Schiffe, die hier vorbeikommen und uns Sachen abkaufen. Sehe ich noch nicht so ganz. Hallo, Christian, moin. Was moin, danke fürs Reinschalten. Schlafen. Also die Müllabfuhr ist noch recht entspannt hier. So, jetzt haben wir das Geld endlich für unsere Gemüseproduktion. Oder eher gesagt, die Baumaterialien für Gemüse. Dicke Gemüsefarm hier hin, ne? Bam. Als nächstes brauchen wir sowas Vergleichbares für Obst. Dann können wir auch nochmal so ein Feld anlegen. Ich finde das eigentlich ganz cool, so mit Feldern. Die vorher zu definieren, ne? Sägewerk hat schon wieder kein Holz. Gibt aber, glaube ich, gerade frisches Holz geliefert. Und Bretter werden gerade abgeholt. Guck mal, dein Material ist gleich voll. Es muss abgeholt werden. Nächstes Handelsschiff erreicht die Stadt am 19.06. in 7 Stunden. Aber dann hol doch mal was ab. Ach, guck mal, da steht aber was. Letzter Handel 1496. Das Handelskapazität 15. Wir haben nur eine 15 Handelskapazität. Das konnte man später auch upgraden, meine ich. Der hat keinen Stromer hier oben. Das ist ungünstig. Mittelgroßes Windkraftrad, ja, schon eine andere Nummer. Spiel gespeichert. So, also langsam müssen wir echt mal Kasse machen, aber ich glaube, wenn das hier anläuft, maximal 1, oh, 214 Arbeiter können hier arbeiten. Gott, oh Gott. Wo sollen wir die alle herkriegen? Hochspannungsleitung. Ist das Umspannwerk denn irgendwie zu weit weg? Oh ja. Würde das reichen? Oder muss ich jetzt hier noch wieder ein Umspannwerk bauen?
Umspannwerke verbinden. Brauchst du mehrere Umspannwerke, dann verbinde diese mit Hochspannungsleitungen. Sind die denn überhaupt irgendwas connected? Das verstehe ich noch nicht. Nur eine kleine Menge an Strom, dafür lässt es aber eine richtige Position. Außerdem verursacht es nur ein gerades von unserer Lärmbelästigung. Ziel erreichen 1400. Das ist, glaube ich, wieder connected. Wir müssen jetzt mal wirklich sehen, dass wir. Da haben wir wieder. Sie freuen sich wieder, sie haben wieder Strom. Lass das mal offen hier, ne? Dass das immer weggeht, muss ich gar nicht unbedingt haben. So, das gibt wieder Platz für ordentlich neue Menschen hier. Und die siedeln auch sofort an, wie schön. Ja, wie gesagt, die wollen Obst und Gemüse, dann würden sie ableveln können. Dann können die Häuser eine Stufe größer werden. Das ist halt echt interessant. Ja, aber hier brauchen wir jetzt schon was. Können wir bauen, ne? 18 Ziegel gehen dabei drauf. Geht aber. So. Wir kommen nicht mehr ans Wassernetz. So, da sehen wir Wasserverbrauch 2600, Wasserversorgung 6000, Wasserreserve jetzt nur noch 3300. Strom sehe ich das noch nicht hier oben genau. Ein Gebäude haben folgende Probleme, es fehlen 44 Büros. Ach so, die brauchen auch Bürofläche wieder, der sich praktisch um die andere Geschichte kümmert. Ja, wollen wir wohnen, machen wir. Büros stört das ja, glaube ich, nicht, dass es hier Lärm ist, oder? Das Spiel ist gespeichert. Haben die schon Obst und Gemüse jetzt im Supermarkt? Supermarkt Büchner. So, jetzt kriegt ihr bald hier eure Konsumgüter. Dann zahlen die auch mehr Steuern und wir machen mehr Plus und so. Ich glaube, so war das auch irgendwie gedacht. Hier sind die ersten Bürogebäude entstanden. Hier zeigt ein Radius von eingestellten Gebäude verfügbar arbeitslos an.
Und schon, ja, nee, die schläft. Ich würde sagen, alle sind beschäftigt, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gut, dann müssen wir eigentlich schon mal gucken, so landtechnisch, wo war das? Das war, glaube ich, im Landkaufmenü, ne? Bin nicht hier oben. Lager ist noch nicht freigeschaltet. Polizei gibt es noch nicht. Gesundheitsversorgung würde es schon geben. Ah ne, das ist der Supermarkt. Ich glaube, ich brauche aber erst im nächsten Level, ne? Da wollen wir uns ja auch nicht zu früh Gesundheit schenken, den Leuten hier. Wir brauchen halt das erste Mal eine richtige Gemüseernte und Obsternte. Ich würde diese Straße jetzt verbessern. Ja, eigentlich nur, dass die LKWs ein bisschen schneller fahren können. Noch 2000 war der letzte Handel. Neue Gebäude verfügbar. So, Nahverkehr, Kredit, neues Gebiet kaufen. Bushaltestellen, Kohlekraftwerk, Gaskraftwerk. La, Kirche und Polizei und Feuerwehr kommt jetzt mit hinzu. Das kostet alles Geld. Ja, aber schon meckern sie alle, dass sie keinen Brandschutz hier haben, ne? Dabei müssen wir auch mal erstmal upgraden hier, damit da mehr Leute wohnen können. Gut. Das Problem lösen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinschalten, kurze Pause, bis zur nächsten Folge und tschüss.